Die Ausbildung beginnt. Sequenz lädt. Ich habe mir einen kleinen Nuckler, wenn ich ihn im Kaufbildschirm war. Hört sich das mal. Volle Synchronisation. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt das Holz gekauft, was wir brauchen. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen, dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh, ihnen jetzt entgegenzutreten. Wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Geduld und Tod. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten. Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Sehr episch. Wir reisen heute immer, wir reisen jetzt gerade mal ein bisschen bequemer und holen uns das Fetchen. Ausdauer von Pferden. Gehen jetzt mal einen umständlichen Weg und reiten zu dem Schiff. Eigentlich hätte ich das Wasser schon gehabt. 6 Monate sind also jetzt vergangen und scheinbar ist die Aquila, wie das Schiff heißt, repariert worden. Vorne ist sogar ein Anlegesteg. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und da stehen die Holzfäller. Schaut mal hier, hier ist auf einmal ein blühender Handel scheinbar. Krass. Hopp. Okay, da vielleicht ein bisschen auf hier vorne. Ach, das ist so ein Hafenmeister. Können wir wahrscheinlich den Ort auswählen, wo wir hinreisen wollen. Und wir gehen erstmal nach hier vorne. Gucken mal, ob Achilles da ist. Interagieren. Master Gibbs, was kann ich für euch tun? Ah, okay. Die Hard Tour, Sequenz 5. Ah, okay. Das ist wohl scheinbar die nächste Hauptmission. Aber oh, wenn das mal kurz hier mit dem Dingens reden. Spiel spielen, ich will jetzt nicht spielen. Dame. Ich denke mal, das kennt jeder von euch. Damals ein Brettspiel. Sehr altes Spiel. Auch immer noch beliebt heute. So. Interagieren wir mal. Die Frage ist, wohin? Ah, da ist unser Ziel. Die harte Tour. Starten. Hauptmission. Die Aquila muss Matthias Weinhardt mit Kanonen und entsprechenden Kanonenmeistern ausgestattet werden. Diesmal die Teammission starten. Bestätigen. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche! Nein, 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 nicht den linken Fuß! Niemals den linken! Oh mein Gott! Unglück! Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf! Sie ist solide. Ei! Schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehlen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Mensch, guter. Holt das Graussegel ein! Ab in die Wanten! Und nicht einschlafen! Also. Los, Männer! Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlen! So, der Animus lädt den nächsten Datenstand. Sie können unsere Küche ist weg. Unseren Tomahawk haben wir und unseren Bogen haben wir noch, aber unsere Küche ist irgendwie... Wie soll ich sagen, abhanden gekommen?
Ostküste 1773. Oha. Was zum? Was sind das für Schiffe? Lass Ludo übernehmen. Ach was, wir sollen das Schiff steuern, was? Ach du. Zum Ruder gehen und E drücken. Keine Scheu, Bursche, du musst... Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Wie lenkt man denn? Jetzt bist du mit ihr verbunden. Drücken E, um halbes Segel zu setzen. Durch den Kanal segeln. Ah, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Okay. Setze Kurs auf Bathas Vinyam. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Ah, okay. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Das heißt, wir müssen die Richtung fahren. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. Ja, wie nimmt man denn das Segel wieder zurück? Wenn ich mal zu schnell fahre. Boah. Also sie ist sehr schnell. Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Höhige Winde sind schwer zu meistern. Ja, ich merk's gerade. Hallo. Ich muss voll gegenlenken. Geht auf halbes Segel! Langsam sie mit halbem Segel! Ich hab grad mal auf halbes Segel zurückgesetzt, weil ich möchte nicht hier auflaufen. Was ist denn da vorne vom Kriegsschiff? Boah, es macht doch echt Bock, die Aquila zu steuern. Das gefällt mir. Ist das so vorne ein freundliches oder ein feindliches Schiff? Ich muss das mal gegenlenken, sonst schrammen wir vorne in den Felsen. Und ich will nicht, dass es ums geht mit der Titanic. Spaß. Das ist echt schwer. Ich weiß nicht, wenn ihr es letztes Mal gezockt habt. Bring uns durch das seichte Wasser. Kein Schaden mehr. Dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Okay. Also wir sind hier im seichten Gewässer. Kein Schaden erleiden. Hier vorne ist eine Sandbank irgendwo. Also hier kann man leicht aufsetzen. Was ich sagen muss, wollte eigentlich... Und hier vorne ist auch, ein sehr schönes Segelschub. Wenn ihr das selbst mal gezeigt habt, werdet ihr merken, das ist gerade die eine Stelle, wo diese Sequenz kam, diese Krise. Das war echt schwer. Ah, die singen wieder die Matrosen. Aye, Captain. Vorne ist unser Ziel. 1120 Meter in Entfernung. Boah, das macht echt Spaß. Ich wollte immer schon mal so eine kurze Schaluppe segeln. So. Vorne müssen wir jetzt nochmal aufpassen. Hier kommt immer so ein ekliger Felsen. So, unser Ziel ist 800 Meter in Entfernung. Da bin ich mal gespannt, was wir dafür Kanonen bekommen an Deck. So eine schöne Zwölfwinder würden sich schon gut machen auf hoher See. Kreuzwinde! Was für ein Ding. Oh oh. Das ist schlecht. Noch kein Sturm auf. Ich hätte rechts durch die Passage segeln sollen, wäre vielleicht einfacher gewesen. Na, jetzt habe ich den linken Weg gewählt, weil das andere Schiff auch dadurch geschippert ist. Oder das schaffen wir auch. So, da vorne ist unser Ziel. Jetzt könnten wir eigentlich ein bisschen Fahrt aufnehmen. Wir haben die Felsen überlebt. So, jetzt müssen wir ein bisschen Fahrt wegnehmen und daneben müssen wir an den Hafen. Ah, okay. Startet eine Sequenz, ich kann jetzt gerade nicht steuern. Oder doch? Ah, doch, geht. So, jetzt müssen wir erstmal das Schiff beidrehen. Klar Deck machen. Und vor allem die Fahrt wegnehmen. Durch Segel einholen. Boah, das schwingt aber ganz schön, meine Lieben. Weniger Fahrt, Segel streichern! Holt alle Segel ein! Halt, bringt sie zum Stehen! Optionale Missionsziele, keinen Schaden erleiden. Haben wir gemeistert. Ampere andocken. Macht das Schiff automatisch. Wie aus Sequenz, da müssen wir jetzt nichts machen, was stehen bleibt. Schafft er auch so. Aber das hat Spaß gemacht.
bist, Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Alter Charmeur. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Ja. Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, Faulkner. Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Hört sich gut an. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich der...